Leute, ja, endlich ist das neue Clickorius-Update da. Herzlich willkommen erstmal natürlich zu einer weiteren Folge. Genau, ja, das neue Clickorius-Update ist jetzt eigentlich auch auf Steam draußen und es hat nochmal ein paar ganz, ganz kleine Änderungen gegeben, obwohl definitiv ist jetzt der definitive Release draußen und das freut mich richtig jedenfalls. Und ich habe jetzt, es ist gerade richtig ungewohnt so aufzunehmen. Ich nehme es jetzt hier am Freitag auf. Ich nehme eigentlich immer am Freitag auf, keine Ahnung warum. Ich habe einfach jetzt seit 5 Tagen in kein Mikrofon mehr gesprochen, nichts mehr aufgenommen, die haben die richtig chillig so. Aber gut, ich meine, mir macht Spaß aufzunehmen und deshalb machen wir es heute auch. So, und wie ihr euch vielleicht auffallen dürfte, sind wir hier im Start-Screen heute erstmal. Und zwar genau wegen dem hier. Denn mit dem 0.20er Update ist jetzt auch eine Version von Clickorius fürs iPhone oder für Android-Geräte rausgekommen. Das ist richtig geil auf jeden Fall. Also gettet euch die Version, wenn ihr es wollt. Ist noch ziemlich, ziemlich instabil. Ich habe es selbst auch schon ausprobiert. Bei mir stürzt die App einfach direkt wieder ab, wenn ich sie starte. Aber ja, ist auf jeden Fall das Spiel jetzt auch fürs Handy verfügbar. Für die Leute, die vielleicht nicht so oft am PC sind oder... Ja, keine Ahnung. Ich meine, man kann das auch unterwegs spielen. Man braucht keine Internetverbindung oder sowas dazu. Ist wirklich ganz geil. Und ja, ich werde auch mal versuchen, ob ich es irgendwie auf mein Handy raufkriege. Bisher läuft es auch nicht so flüssig, aber kann man sich mal anschauen. So, und wir gehen mal rein und ja. Hier sind wir jetzt erstmal in meinem Late-Game-Spielstand. Weil ich halt natürlich erstmal hier mein anderes Save importieren muss. Zack. Wir sind in meinem Late-Game, da ist noch so ein bisschen was passiert, aber darauf kommen wir dann in einem separaten Video mal zu sprechen. Vielleicht sogar in einem Minecraft-Video, je nachdem. So, zack, das ist mein Game. Zack. Und hier sind wir mittlerweile bei Level 1230 angekommen. Und ja, es ist meine Highest Zone ever, auf jeden Fall. Und ja, viel höher möchte auch gar nicht gehen, erstmal. Wir werden heute aber ganz, ganz spannende Dinge tun. Nämlich werden wir unsere Guilds von der Master Samurai alle auf den lieben Atlas packen heute. Ja, weil es gibt so einen Rechner, der halt ausrechnet, auf welchem hier die ganzen Guilds am effizientesten wählen. Und eindeutig im Moment machen wir derzeit eigentlich 6% Verlust, wenn wir die auf der Massamerei haben. Weil wenn wir die auf Atlas packen und die ganzen Guilds, dann würden wir 6% mehr Damage machen. Und ja, das werden wir heute dann mal tun auf jeden Fall. Ich kann euch den Link von diesem Rechner auch gerne mal in die Beschreibung packen, falls ihn jemand unbedingt haben möchte. Oder sonst könnt ihr auch einfach die Videos vom Bench angucken. So, ich bin natürlich auch einem Clan beigetreten, nämlich bin ich hier meinem eigenen Clan beigetreten und habe das dafür aber jemanden gekickt. Ja, man sieht hier, das ist der Clan nach wie vor. Und hier Mutism TV, das ist mein anderes Spiel, mein Late Game. Hier bin ich auf Level 2240 aktuell, so also heißt so ein Ever halt. Und ja, ich bin jetzt einfach halt auch beigetreten hier, meinem eigenen Clan. Ansonsten dann, das ist so Level 1000 oder fast 2000 drin oder Pinguinoki. Auf 137 im Moment noch. Ah, der ist schon. Ja, auf jeden Fall, ja, das heutige Clan-Report bereits durchgeführt anscheinend, sonst muss ich nicht mehr daran teilnehmen. Und ja, auch ansonsten in Bezug, ja, jetzt auf jeden Fall auch mal das Senden. In Bezug auf Clans wäre ich nachher auch mal zu sprechen kommen, hoffe ich mal. Aber ja, mal sehen. So, ich habe natürlich noch zwei neue Ancients dazu gekauft und damit haben wir jetzt wirklich alle Ancients, die wir brauchen, grundsätzlich, die ich persönlich brauche. Ich habe alles, by the way, schon auf Level 34, das heißt, wir beginnen jetzt hier direkt bei Level 34 dann gleich. Ich habe wieder so 5 oder 6 Ascensions gemacht, glaube ich, jetzt seit der letzten Aufnahme. Weil ich scrolle einfach mal durch. Ich glaube, Morgulis habe ich um 10.000 Level geupgradet. Und ja, jedenfalls habe ich, ja, Fortuna habe ich gekauft. Durch Fortuna kriegen wir jetzt auf Level 40 auf dem Max-Level 10% die Chance auf 10-fach Gold. Ihr werdet dann gleich sehen, was 10-fach Gold ist. Das sind einfach die Silbermünzen. Und Silbermünzen sind einfach 10-mal so viel wert als Goldmünzen halt. Plus dann habe ich mir noch Rewalk geholt. Das ist ein relativ neuer Engine, das ist der allerneueste Engine, den es gibt. Der wurde vor 2-3 Monaten wahrscheinlich eingefügt in Clickorius. Und ja, wenn man den auf Level 15 hat, das ist übrigens auch ein relativ teurer Engine zum Leveln am Anfang. Aber ja, der gibt uns halt 15%ige Chance, dass 2 Rubis rauskommen, wenn hier so ein Fisch ist. Und ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Aber den kauft man sich so ziemlich ans letzten Engine und ja, so ziemlich ans letzten Engine. Ja, Leute, wir haben alle Ancients eigentlich, die wir brauchen. Ja, das sind natürlich alles nur noch Ancients, die irgendwie was bringen, wenn ich halt irgendwelche Skills noch erhalten möchte und so weiter, aber eben, brauche ich halt grundsätzlich nicht.
So, und bevor ich es jetzt vergesse, packen wir erstmal alle Guilds auf Atlas hier. Zack, oh, ist jetzt ein Gigabyte. Ich benutze jetzt Autoklicker, einfach schnell. Zack. Das kostet dann auch 80 Hero Souls pro Guild. So, zack, jedenfalls sind jetzt alle auf Atlas auf. Richtig nice auf jeden Fall. Und ja, dann schauen wir mal, ob das so auch weiterhin gut funktioniert. Ich hoffe es einfach mal. So, einfach gleich mal alle Upgrades kaufen nachher noch. Und wir müssen natürlich auch ein paar Hero Souls noch ausgeben. Zack, denn ich plane so ein bisschen was mit den Hero Souls im Moment. Ich habe gesagt, ich möchte einfach mal hocharbeiten das Ganze. Also ich möchte einfach, wo haben wir es? Ah, stimmt, übrigens hier, das habe ich noch ausgetauscht. Das hier. Sonst weiß ich nicht, ob noch was Neues dazugekommen ist. Kann man mal gucken. Jedenfalls, ich habe gesagt, ich möchte Solomon recht hochbringen, aber der kostet jetzt schon fast 3000 Hero Souls pro Level. Und deshalb werde ich jetzt erstmal gucken, dass wir einfach mal allgemein an höhere Stellen kommen, wo wir mehr Hero Souls kriegen können. Und dafür werden wir jetzt einfach mal Ghoulies mal upgraden. Und zwar, ich werde jetzt erstmal auf 50.000 hochhauen, circa. Zack. So, und dann haben wir noch 3000 Hero Souls. Ich würde sagen, die machen wir mal in Archive rein. Zack. Okay, damit werden wir auf jeden Fall schon mal ein Stück weiterkommen. Und ja, das Ziel wäre eigentlich, Morghulis auf 62.500 zu bringen. Und alle anderen Ancients wie Zialatas, Mimsim, Amon und so weiter, die auf 250. Ich denke, wir werden das echt bis zur nächsten Aufnahme schaffen. Oder ich hoffe es zumindest mal. Und ja. So, ich wollte noch was ansprechen, glaube ich. Und so Ancients habe ich angesprochen, das wollte ich noch ansprechen. Weiß jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, es hat auch irgendwas mit dem neuen Update noch zu tun. Ich kann es euch sagen, ehrlich gesagt. Ich muss jetzt zurückschulen in der Aufnahme, aus wie ich jetzt in der Aufnahme oder kann ich auch gar nicht so gut tun. Moment, ich mach mal schnell Twitter auf, ja, ich steht da irgendwas noch. Moment mal. Ich habe echt keine Ahnung, was ich noch reden wollte. Grundsätzlich. Nee, keine Ahnung. Über was wollte ich reden? Genau, das ist 10-fach Gold. Nee, doch nicht. Also man sieht ja ab und zu, da kommen dann so Silbermünzen. Das sind eben einfach dieses 10-fach Gold. Muss man nicht weiter beachten. aber ja. So, das ist jetzt ganz wichtig. Etwas ganz Wichtiges, was ich noch zeigen möchte. Und das ist jetzt nicht das, was ich ansprechen wollte, ja. Ganz wichtig. Das habe ich jetzt wohl wieder voll vergessen. Das mit dem, ja, ich glaube nicht, dass es mit dem Kleinen was zu tun hat. Der Kleine ist übrigens auch voll. Leider im Moment. Genau, ich glaube, ich weiß wieder. Genau, also, Bench, ja. Der liebe Let's Bench. Der macht ja, oder einfach nur Bench auf YouTube, heißt er grundsätzlich. Der macht ja auch Clickerheroes. Und, ja, zwar hat er ja eine relativ große Clickerheroes-Community. Also etwa 2000 Leute schauen bei ihm Clickerheroes. Von seinen 3000 Abonnenten oder so, die er hat. Auf jeden Fall, ich gönne ihm das richtig. Und ja, richtig viele Leute wollen natürlich bei ihm in seinen Clan. Und ich finde das wirklich eine richtig gute Lösung, wie er das mit seinen Clans geregelt hat. Nämlich ist es bei ihm im Prinzip ganz einfach. Ja, er hat verschiedene Clans erstellt, nach verschiedenen Stufen. Also, ich kann mal kurz auf YouTube gucken, vielleicht zu. Ich suche das mal schnell. Hier. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich sein Video nicht aufschiebe in meinem Stream. So, gut, okay. Ey, man, das ist meine Aufnahme. Genau. So, und zwar hat er, ich glaube, 10 oder 12 Clans erstellt insgesamt, wo man halt zocken kann. Und ja, zwar hat er einen Clan erstellt für Anfänger, also für Leute, die zwischen Level 100 und 400 sind. Dann hat er einen Clan erstellt, der für alle ist von Level 0 bis 4750. Also nee, von 100 bis 4750, also vom Anfang bis ganz zum Ende sozusagen. Hat aber auch Clans erstellt, wie zum Beispiel von Level 1700 bis 2500 oder von Level 2000 bis 4000 einfach. Oder dann so ein bisschen die Late Gamer für 3500 bis 4500. Und ich weiß halt nicht, je nachdem, wie viele Leute bei euch Interesse haben, habe ich mir einfach gedacht, entweder ich würde euch einfach mal Bench empfehlen und einfach mal sagen, ja Leute, guckt mal bei ihm vorbei und wenn ihr unbedingt wollt, dann könnt ihr auch bei einem Clan von ihm beitreten. Oder ich weiß halt nicht, ob ich auch sowas ähnliches machen soll, also einfach auch mehr Clans erstellen. Kann man ja machen auf jeden Fall. Aber ich finde das eine richtig gute Sache eigentlich. Ja, von dem her.
Kann ich nur empfehlen. Es sind dann ja auch wirklich im Clan viele Leute drin, die ich gar nicht kenne. Zum Beispiel also die Leute, die ich kenne, sind, also die zwei Accounts sind auch von mir, dann Penguin Hockey kenne ich, plus Hasen. Und die anderen Leute sind dann einfach alles Leute, die irgendwie einen zufälligen Clan gesucht haben und meinen oder unseren hier halt zu Hause gekriegt haben. Und ja, das ist dann, wie soll ich sagen, das ist nicht das Ziel davon, aber ich möchte natürlich wirklich schon so viele Leute wie möglich irgendwie von euch reinholen. Und deshalb ist einfach die Frage, soll ich einfach die Leute direkt wieder kicken, die ich nicht kenne, oder ob ich da einfach nochmal ein paar weitere Clans erstellen soll oder wie? Ja, müsst ihr sagen, oder ansonsten dürft ihr dann wie gesagt auch bei Bench einfach gerne mal vorbeischauen. Ich kann euch den Link zu seinem Video auch gerne mal in die Beschreibung hauen. Falls ihr es vergessen solltet, dann erinnert mich bitte einfach dran. ja, und ich glaube, wir müssen hier. Wir kommen hier leider nicht zu Atlas, so wie es aussieht, wenn wir so weitermachen. Deshalb denke ich mal, wäre es auf jeden Fall sinnvoll, wenn ihr auf der Master Samurai noch ein Guild drauf lassen würden. Und dann den einfach hochleveln. Ich glaube, das soll ich jetzt auch einfach mal tun, ja. So, und einfach ein bisschen hochleveln wieder, damit es wieder läuft. Und es wird wahrscheinlich einfach alle Guilds, und ich kann es euch ganz schön zeigen, wahrscheinlich schon alle, ich werde so etwa so 113 auf Atlas lassen, plus werde ich eines einfach noch auf die Master Samurai nehmen. Und dann soll das laufen, denke ich mal. Und ich hoffe es mal einfach. Sonst sehen wir weiter. Weil in Redeye sollte man eigentlich nicht leveln, wenn man bereits bei den sogenannten Rangern ist. Dann bringt es einfach überhaupt nichts, Redeye zu kaufen. Dann levelt man wirklich besser irgendwie Samurai oder so. Weil man hat auch gesehen, Dreadnought wäre der erste, der zu einem Ranger gehören würde. Also wäre natürlich die Frage schon auch berühmt, ja Multi, ja, warum kaufst du oder warum gildest du denn jetzt nicht Dreadnought, sondern Atlas? Ganz einfach, weil Dreadnought ist. Es ist zwar schon ein bisschen, wie soll ich sagen, asozial das sozusagen, aber Trash Knight ist einfach irgendwie ein Abfall hier, den man nicht braucht in erster Linie. Und deshalb levelt man den grundsätzlich auch gar nicht, sondern ignoriert ihn einfach, überspringt ihn und ja, dann läuft es halt. Sogar noch keine Relikt bekommen bisher, aber es könnte theoretisch auch echt noch bis Level 600-700 dauern, bis wir eine Relikt bekommen würden. Ich würde sagen, wir machen heute die Folge einfach so lange, bis wir uns den ersten Atlas kaufen können. Weil der hat jetzt immerhin 114 Guilds drauf, bald aber nur noch 113, weil ich wie gesagt eins rübernehmen werde wahrscheinlich. Wobei, ob ich die Folge jetzt noch so lange mache, weiß ich gar nicht. Ich meine, wir sind jetzt auch schnell bei ja, über 12,5 Minuten, holy shit. Aber gut, ich meine, es gab viel Neues zu berichten und trotzdem irgendwie ist doch alles gleich geblieben. Ist bei Clicker Heroes dann immer so. Wir können es auch die Patch Notes auch mal schön studieren. Mal wissen, das. Das sieht man ja gerade auch gar nicht. Man kann auf jeden Fall halt die Sprache ändern. Und eben auf Android- und iOS-Geräten ist das jetzt auch verfügbar. Das Ganze halt. Aber bis wir zum Atlas kommen, dauert es halt schon noch ein wenig. Und so lange wird die Folge jetzt auch nicht ziehen. Aber ich würde sagen, Level 300 machen wir noch und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. by the way, auch mal noch so zur Musik schnell, das ist von No Copyright Sounds aktuell gerade so eine random Playlist, die im Hintergrund läuft. Also habe einfach auf Autoplay gestellt halt. Und ja. Was muss ich nicht dazu sagen? Wir schaffen jetzt gleich Level 300, ich werde weiterhin einfach Ascending so ein bisschen wert versuchen, auch mal einen Atlas zu kaufen. Werde sehen, wie effizient er ist, wie effizient es war, Morghulis zu leveln. Ich werde ihn auf jeden Fall noch ein bisschen höher leveln. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich in der nächsten Folge, wo dann auch mal alle Engines auf Level 250 ungefähr sein werden. Iris wird wahrscheinlich ungefähr auf Level 100 sein bis zur nächsten Folge. Werden wir dann sehen. Ich würde mal sagen, Leute, falls euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine positive Wertung freuen. Und wie gesagt, schreibt eure Meinung zu den ganzen Clans in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall freuen. Denn ja. Wir müssen einfach genug Rubis haben und dann können wir ans Community schon genug Clans erstellen. Das schaffen wir schon. Bis dann, Leute, und haut rein. Wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder und am Wochenende gibt's wieder Minecraft. Bis dann. Peace out.